Seit Harry Potter mit dem Stein der Weisen im Kino zu sehen ist, ist das Zauberfieber im Lande ausgebrochen. Nie zuvor gab es so viele Zauberschüler wie in diesen Tagen. Und wie man nicht alles zaubern kann. Mit Karten, aus Büchern und natürlich mit dem klassischen Zauberstab. Lassen sich eigentlich nur Kinder verzaubern und in den Bann der Magie ziehen? Mein Kollege Tim Sauerwein hat zwei Magier getroffen, um ihnen den Zauberfaktor bei Promis zu testen. Mein Name ist Kim, ich bin Zauberkünstler, zauber jetzt seit über 7 Jahren und rechts von mir steht Sedat, den ich in einem Zauberladen kennengelernt habe. Also ich habe ihm die Tricks verkauft, damit er groß rauskommt. Und dann haben wir später entschlossen, wieso wäre das, das wäre doch eine gute Idee, wenn wir mal zu zweit zaubern. Und dann haben wir uns privat getroffen und ziemlich viel trainiert. Der Film Harry Potter hat schon Millionen begeistert, doch der wurde mit einem immensen Filmbudget und einer modernen Computertechnik hergestellt. Kim und Sedat verzaubern den Zuschauer vor dessen Augen. Du bist ein Zauberer, Harry. Ich bin ein was? Die meisten Leute kennen die Zauberei auf der Bühne und Zauberhut, Zauberstab, aber A-Magic, Another Kind of Magic, soll darauf hindeuten, dass es eine andere Art der Zauberkunst gibt. Die sogenannte Close-Up-Zauberei. Zaubern hautnah und dicht dran, an den Tischen, ganz nah am Mann. Und genau diese Close-Up oder auch Tischzauberei genannt, ist das, was wirklich jeden fasziniert. Auch alle Promis. Ins Glas hinein und sag mir, was siehst du jetzt? Kreuz Ass. Ist das die richtige Karte? Ja. Das war toll. Erika, Sie können zaubern. Danke. Toll. Das Schöne an der Geschichte ist natürlich, ich als Zauberkünstler mache das ganz anders. Ich mache einfach so, ich nehme das einseitig bedruckte Feuerzeug, reibe es hier einmal in ihrer Hand und schon ist es wieder weg. Das ist gemein. In deiner Hand passiert es jetzt. Zauberei, Magie zum Anfassen. Bist du bereit? Ja. Noch siehst du die Realität. 1, 2, 3. Und jetzt siehst du. Realität oder Illusion? Das ist hier die Frage. Realität oder Illusion? Hey, wait a minute. Die Karten kommen in deine Hand. Und du hast ja an deine Karte gedacht. Dann konzentrieren wir uns. Mensch. Und durch Wärme oder Hitze kann man diese Gummibänder voneinander trennen. Ich lasse mich ja gerne mal verzaubern, das ist überhaupt kein Problem. Ich fand das klasse, ist auch niedlich, super. Mich ärgert das, weil im Endeffekt, ich weiß, ich muss eigentlich nur ganz genau aufpassen, dann müsste ich es ja eigentlich checken. Aber ich check's nie und ich sehe auch nie was. Also ich meine, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Also ich fand alles sensationell super. Ich habe erlebt viele Zauberkünstler, die gerade so kleine Tricks machen und die finde ich super spannend und finde ich auch fast besser als die großen Magier wie David Copperfield. Das Ergebnis war eindeutig. Kim und Sedat haben alle in ihren Bann gezogen. Tja, bei so viel Zauberei kann sich auch ein Promi nicht mehr verstellen. Wow, ich habe ganz genau hingeguckt, ich habe nichts gesehen. A-Magic zaubern nicht nur selbst, sondern bilden auch Zauberer aus. So kann man am Wochenende zum Beispiel die Klitschko-Brüder bei Wetten, dass im Bann der Magie sehen. Und die haben diese Kunst auch bei A-Magic neu erlernen können.